Ich verstehe das nicht. Das Buch hat nur 40 Franc gekostet. Ich bin sicher, es liegt noch in der Wohnung. Wir sind vom Krankenhaus in die Wohnung. Vielleicht ist es eine Erstausgabe. Ja, und dann hat sie es wahrscheinlich auf den Tisch gelegt. Genau. Nein, sie hat es Madame Bovary gegeben. Richtig, sie hat es ihr gegeben und gesagt, packen Sie es. 20 Millionen Franc? Was? Das Kochbuch. 20 Millionen Franc? Anne ist entführt worden. Du hast recht, tut mir leid. Du hast ein rotes Licht überfahren. Es muss viel mehr wert sein. Michael, die Polizei. Wir können nicht zur Polizei gehen. Nein, hinter dir. Verdammt. Hör mal, Michael. Es ist ein grauenvoller Gedanke. Diese Leute sind Kidnapper. Vielleicht sind sie auch Lügner. Ich meine, wir geben ihnen das Kochbuch und sie töten sie trotzdem. Haben Sie das rote Licht nicht gesehen? Ist dir natürlich wichtiger. Ihren Führerschein aber ein bisschen plötzlich. Ich wollte damit nur andeuten. Vielleicht kann dir die amerikanische Botschaft helfen. Die amerikanische Botschaft? Ihren Führerschein? Ich habe doch nicht ewig Zeit. Ich schicke dann die Ledernacken, um Anne zu befreien. Sie sehen doch, dass die amerikanische Botschaft ist nicht zu empfehlen. Denk an deinen verlorenen Pass in Neuguinea. Ihre Lahmarschigkeit war nicht zu überbieten. Ich dachte, einen Moment, du beschreibst die amerikanische Botschaft in Caracas. Die haben wenigstens was getan. Sie fahren doch nicht etwa ohne Führerschein. Jedes Formular in dreifacher Ausfertigung. Er muss in einer anderen Tasche sein. Einen Moment. Dann war also D-Day ein Geistesblitz der Engländer? Genauso wenig wie Hiroshima. Jetzt hören Sie mal gut zu. Sie haben einen Waffen für den Iran. Kolonialherrschaft. Richard Nixon. Heinrich der Achte. Fahren ohne Führerschein kostet... Es geht nur bis 20. Jahrhundert. Seit wann bestimmst du die Regeln? Name und Adresse, Großmaul. Nicht solange wir verheiratet waren, aber jetzt. Jetzt habe ich genug. Steigen Sie aus. Der arme, unterdrückte Ehemann. Stellen Sie den Motor ab! Verstehen Sie mich nicht? Kommen Sie aus dem Busch? Beleidigend. Dann muss es hier drin sein. Oh! Ach, ich hab's. Oh, hast du dich geschnitten? Nein, das ist schon gut. Und was machen wir jetzt? Warten, bis sie anrufen? Ich warte, du gehst und tu so, als hätten wir uns nie kennengelernt. Kannst du das? Das glaube ich nicht. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich sehe dich nackt. Soll ich weiter erzählen? Nein. Solange wir verheiratet waren, habe ich immer deine Wunden verbunden. Wir sind aber nicht mehr verheiratet. Ich hab noch den Ring. Du hast ihm den Platzanweiser gegeben, als wir uns im Kino gestritten haben. Oh, wir haben uns versöhnt. Du hast ihn nicht zurückverlangt. Hättest mir einen neuen kaufen können. Oje. Luisa, würdest du bitte Gib draußen deine warten? Hand her. Es war ein wunderschöner Ring. Oh. Bestimmt sehr wertvoll. Ein Erbstück von meiner Mutter. Mein Ururgroßvater hat ihn meiner Ururgroßmutter geschenkt. Oh. Ein ururaltes Familienerbstück. Lügner. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann... Macht's mir aber. Mir auch. Das muss es aber nicht. Ich tue es nie wieder. Nie wieder was? Worüber wir uns gerade unterhalten. Und worüber unterhalten wir uns gerade? Ich weiß es nicht. Wenn du willst, gebe ich dir... den Ring? Ist es schon 6 Uhr? Ja, hier ist Michael Trent. Sie suchen Ihre Verlobte. Ich weiß, wo sie ist. Sie sind an der Rue des Halles. Ja, das kenne ich. Und ich bringe das Kochbuch. Was? Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht. Warten Sie doch. Wie geht es, Anne? Ist sie wohl auf? Was ist? Was hat er gesagt? Der Mann will nicht das Kochbuch. Dich will er haben. Nein, nicht da lang. Hey, Sie! Stehen bleiben! Nicht bewegen! Bleiben Sie, wo Sie sind! Nicht stehen bleiben, nicht umdrehen, einfach weitergehen. Stehen bleiben oder ich schieße! Wir parken an einer Bushaltestelle. Bushaltestelle? Bushaltestelle. Sind Sie taub? Ich bin Polizist! Oh, hey! Komm, komm, wir müssen weiter. Oh, oh, ist der lieb. Jetzt komm schon. Was soll das? Oh.
ist die nächste Metrostation? Metrostation? Es gibt einen Zug, der hält direkt vor dem Hotel Lambert. Hotel Lambert? Vermutlich das opulenteste Stadtpalais von Paris. 17. Jahrhundert, entworfen von Levant, selten der Öffentlichkeit zugänglich. Entworfen von selten der Öffentlichkeit zugänglich. Spielt das etwa eine Rolle im nächsten Reisejournal? Keine Ahnung, weißt du, ich sehe selten fern. Du glaubst wirklich, ich lasse Anne, wo sie ist, um mit dir. Meine Fantasie ist grenzenlos. Es reicht jetzt. Du tust es also. Was? Du tauschst mich für sie ein. Da ist er. Erkennungszeichen roter Schal. Ach, warte, was hast du eigentlich vor? Wie gesagt, dich eintauschen. Oh! Ein Zeichen des guten Willens. Dir war es nicht ernst? Natürlich war es mir ernst, aber es kam wirklich vom Herzen. Oh, wirklich vom Herzen? Ach, hör auf, Maiko. Du hast bestimmt auch schon mal gesagt, ich spende eine Niere, wenn ein Freund sie braucht. Und am Tag der Transplantation warst du auf einer Südseeinsel ohne Telefon. Warte hier. Du tauscht mich doch nicht wirklich gegen sie ein, oder? Ich habe keine andere Lösung parat. Ah, dann liebst du sie also wirklich? Nein, das nicht. Aber dann bin ich dich endlich los. Du liebst sie nicht? Warum dann heiraten? Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht liebe. Das hast du. Du hast gesagt, du liebst sie nicht, du benutzt sie nur, um mich endlich loszuwerden. Warum bist du eigentlich so frauenfeindlich? Maiko! Maiko! Sag doch was! Wo ist es? Was? Ich habe sie mit Javert gesehen. Wo ist es? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe Blanchard gekillt. Ich habe keine Skrupel, auch sie umzulegen.